Seit ich denken kann, tanke ich eigentlich nur Aral Ultimate. Es wird Zeit, mal V-Power zu testen. Gerade weil ich in letzter Zeit sehr viel mitbekomme von wegen Ultimate-Qualität lässt nach oder die eine Charge ist komisch, manche haben angeblich auch irgendwelche Probleme mit dem Motor, nachdem sie Ultimate getankt haben. Gerüchte weiß man nicht. Ich probiere es jetzt einfach. Der M4 Competition bekommt noch eine Zeit lang Shell V-Power. Ich schaue ab jetzt, was den M4 Competition besser schmeckt, was vielleicht Performance irgendeiner Weise verändert oder Verbrauch auch. Was tankt ihr? Denkt ihr V-Power oder Ultimate ist besser? Folgt, um nichts zu verpassen, denn jetzt gibt es Updates dazu.